Hallo euch allen, da sind wir wieder beim Madden NFL 19. Wir haben das nächste Solo-Battle auf dem Zettel stehen. Wir spielen zu Hause. Und zwar gegen keinen geringeren als gegen das Team der letzten, sagen wir 15 Jahre, die New England Patriots sind. Das sagen wir letzten 20 Jahre. So. Der Kickoff wurde retourniert bis an die 24-Yard-Linie. Das heißt, hier werden wir jetzt gleich die Patriots zuerst mit ihrer Offense auf dem Feld sehen. Ich bin mal gespannt, wer da den Quarterback spielen wird. Unabhängig davon stellen wir aber unsere Offense erstmal wieder, unsere Defense entsprechend ein. Ja, fangen wir doch mit einem Cornerblitz an. Gleich mal schauen, wie der Herr Quarterback da reagiert. Wie Sean Watson. Im normalen Leben angestellt bei den Houston Texans. So, schneller Pass, schnelle Completion. Der Spieler geht schnell ins Aus. Zweiter Versuch und 4, 6 Yards Raumgewinn bei diesem ersten Passversuch. So, das heißt, jetzt werden wir... ich habe aber einen sehr aggressiven Coach heute, wenn ich das mal so sehe hier. Dann blitzen wir einfach nochmal. Und mein Coach das für eine hervorragende Idee hält, ich vertraue ihm. Zweiter Versuch und 4 an der 30-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte, aber der war nicht sehr weit. Ich glaube, ein Jahr Traumgewinn, wenn überhaupt. Nein, noch nicht mal. Es war überhaupt kein Jahr Traumgewinn. Mein Sean Lee hatte hier deutlich etwas dagegen, hier Raumgewinn zuzulassen. Dritter Versuch und 4 immer noch an der 30-Yard-Linie. Also schon ein dritter Versuch für die Patriots. Boah, schneller Pass. Der Receiver kann den Ball auch festhalten. Pass über die Mitte, neues First Down für die Patriots an der 38-Yard-Linie. Wir bleiben in der Cover-3-Defense. Ich muss natürlich auch darauf achten, dass die Sean Watson hier nicht seine Arme in die Hand nimmt, oder seine Beine in die Hand nimmt und anfängt selbst zu laufen. Wobei es auch witzig sehen würde, wenn er seine Arme unter die Arme nimmt. Das ist eine andere Geschichte. Zweiter Versuch und 4. An der 45-Yard-Linie, also bis dato... Gutes Play, gutes Passplay der Patriots. Alle Pässe kamen bis dato an. Zweiter Versuch und 4. Lauf durch. Oh, da ist eine Lücke, die schön freigeblockt wurde. Der ist immer noch auf den Beinen, wird nicht getackelt. Jetzt erst, ich glaube, das war Ryan Shazier, der ihn in den Straucheln bringen konnte. Aber ein Riesenlauf. Ich glaube, wir kriegen hier in diesem Spiel gewaltige Probleme. So, erster Versuch und 10 an der 11-Yard-Linie. Ein Riesenlauf. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich zwar nicht zuletzt so viele Yards durch einen Lauf kassiert habe. Das wird nicht einfach. Der nächste, der gleiche Spielzug wieder. Exakt das gleiche. Auch hier war wieder die Lücke da. Die Blocks waren da, aber diesmal haben meine Linebacker aufgepasst. Und konnten hier Schlimmeres verhindern. Zweiter Versuch und 6 an der 6-Yard-Linie. Sowas liebe ich ja. Im ersten Drive gleich schon ein... Ja, hier vorne ist noch eine First-Down-Markierung, die noch ein Witz ist. Also ein First-Down wird es hier nicht mehr geben. Schneller Pass, incomplete. Die erste Incompletion von die Sean Watson. So, und jetzt haben wir einen dritten Versuch und 6 Yards. Ich bleibe in der Cover-2. Kurz in der vor der eigenen Endzone ist die mittlere Zone nicht mehr relevant. Deswegen gehe ich da in die Cover-2. Kurz zur Erklärung. Dritter und 6. Schneller Pass und der ist intercepted. Deion Sanders. Und jetzt geht es mal in die andere Richtung. Und Deion Sanders, das ist ein Foot Race. An der 40, an der 30, an der 20. Der ist durch. 10, 5, Touchdown Dallas Cowboys. Das war, glaube ich, ein... Ah, das war ein 94, ein 96 Yard Interception Return durch Deion Sanders. Wow. Durchatmen. Durchatmen. Wer braucht eine Offense, wenn er so eine Defense hat? 7:0, damit die Führung, ohne dass ich bis dato auch nur einmal mit meiner Offense auf dem Platz gestanden hätte. Jungs, das war cool. Deion Sanders, das war cool. So, der Kickoff wird aufgenommen an der 4-Yard-Linie, also an der 3-Yard-Linie. Jetzt kommt der Return. Riesenlücke in der Mitte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind ja, also vom Blocken her habe ich echte Probleme. Der wäre fast durch gewesen. Dann wäre das aber eine sehr kurze Freude hier geworden. So, erster Versuch von 10 an der 39. Jetzt wieder für die Patriots. Noch 22 Sekunden zu spielen im ersten Quarter.
Viel Zeit für die Sean Watson. Aber unvollständiger Pass. Das war mal eine Manndeckung hier von Sanders. Sehr schön. Sehr auffälliger Defense-Spieler. Und wir blitzen. Mike Dime Blitz. Wir wollen die Sean Watson mal ein bisschen unter Druck setzen bei einem zweiten Versuch und lang. Er stellt sich auch passenderweise direkt hinter seinem Center auf. Oh, das sah nach einem False Start der Offense aus. So ist es. 5 Yards obendrauf. Das bedeutet, wir haben jetzt einen zweiten Versuch und 15. So, wir bleiben beim Blitz, nehmen aber jetzt den Under Smoke. Zweiter Versuch und 15. Die Sean Watson ist jetzt nicht mehr hinter seinem Center. Trotz alledem werden wir blitzen. Boah, eine riesen Completion. Da war sehr viel Druck auf die Sean Watson, aber er ist da sehr cool in der Pocket geblieben, ohne nervös zu werden. Und das sorgt für einen dritten Versuch und Inches. Aber das wird, glaube ich, nichts mehr werden vor Ende des ersten Quarters. Nein, da läuft die Play Clock runter. Das war das erste Quarter. 7:0 Führung. Ohne dass meine Offense aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen hat. Sowas kommt auch mal vor. Kommt nicht allzu oft vor. Wir blitzen. Edge Sting. Also durch die Mitte versuchen wir zu blitzen. Ich schicke meine Linebacker nach vorne auf den Quarterback. Dadurch bin ich in der Mitte natürlich sehr offen. Aber wir probieren es. Wir riskieren es. Laufspiel, aber besagt durch die Mitte. Aber boah. Da kamen selbst meine Linebacker so schnell nicht durch. Das Battle an der Line of Scrimmage geht definitiv an die Patriots. Das Spiel, das gefällt mir nicht. Ich führe zwar, um Himmels Willen, aber die sind sehr dominant. Erster Versuch und 10 an der 46-Yard-Linie. Laufspiel wieder. Ich habe keine Chance. Ich werde gnadenlos nach hinten geschoben. Ich glaube, Sanders war es, der den Tackle hier gemacht hat. Der blitzende Safety. Aber natürlich 7 Yards Raumgewinn. So, ich nehme wieder den Edge Sting. 2. und 3. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Ah, wäre das schön, wenn wir unsere Führung in die Halbzeit retten könnten. Schneller Pass. Wieder eine schnelle Completion. Neuer erster Versuch an der 32-Yard-Linie. Und jetzt läuft die Uhr langsam runter. Wir sind gleich beim 2-Minute-Warning. Genau das ist jetzt gerade passiert. 2 Minuten noch zu spielen. Beide Teams haben noch alle ihre 3 Auszeiten. Wir haben einen ersten Versuch und 10 für die Patriots an der 32-Yard-Linie. Oh, schneller Pass. Ein Riesenpass auf den Tight End. Der war da mutterseelenallein in der Mitte. Erster Versuch an der 7-Yard-Linie. So, jetzt wechseln wir wieder in eine Cover 2. Eieiei, ob wir nochmal so ein Ding schaffen wie eben. Ich habe da große Zweifel. Mein Gott, sind die souverän in der Offense. Die Sean Watson Fumble. Wird aber recovered von einem eigenen Spieler. Aber natürlich mächtiger Raumverlust. Ich gehe in eine Tampa 2. Second and goal. Wieder viel Zeit für die Sean Watson. Vollständiger Pass bis an die 10-Yard-Linie. Da gibt es jetzt einen dritten Versuch and goal. So, wir gehen in eine Cover 3 Hard Flat. Ganz wichtiger Versuch hier. Druck auf die Sean Watson. Incomplete Pass. Das heißt, meine Defense hat gehalten. Freunde, wir kriegen diese Führung wirklich noch über die Zeit gerettet. Es ist erschreckend, dass ich mich hier über eine 7:0 Führung so freue. Field Goal Versuch. Ja, der ist gut. Wir haben ein 7:3 auf dem Scoreboard stehen. Es sind noch 51 Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. So, wir nehmen den Ball auf an der 4-Yard-Linie.
Oh, da ist eine Lücke. Da ist eine Riesenlücke. Wieder ist es Deion Sanders. Das ist wieder ein Footrace. Der Panther kommt nicht ran. Touchdown, Deion Sanders. Unfassbar. Ein Interception-Return-Touchdown. Und jetzt hier ein Kickoff-Return-Touchdown. Das gibt es nicht. Liebe Freunde, ich bin gerade platt. Das ist mir noch nie passiert, seitdem ich Madden spiele. Also großartig. 14:3. Obwohl meine Offense noch nicht eine Sekunde auf dem Feld gestanden hat. Großartig. So, wir kicken. Der Return startet an der Goal Line. Patriots kommen bis an die 29-Yard-Linie. Jetzt heißt es natürlich, die Schotten dicht halten. Jetzt keine Punkte mehr kassieren. Das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Aber das wird schwer. Wir haben ja gesehen, dass die Patriots hier sehr schnell sehr viel Raumgewinn machen können. Druck auf die Sean Watson. Aber der Ball komplett. Der Verteidiger kann den ersten Tackle nicht machen. Das heißt, ein neuer erster Versuch an der 48-Yard-Linie. Erstes Timeout genommen der Patriots, um die Uhr anzuhalten. Noch 29 Sekunden auf der Uhr. Wieder ein erster Versuch. Oh, was für Moves. Vollständiger Pass. Zweite Auszeit der Patriots. An der 39-Yard-Linie noch 22 Sekunden auf der Uhr. Incomplete Pass. Ich habe schon gedacht, wir hätten ihn gesackt. Aber Himmelswein, da bin ich jetzt gar nicht traurig drum. Das war sehr, sehr gut. Zweiter Versuch um 10. Immer noch an der 39. Das ist für einen Field Goal ein bisschen zu weit. Zweiter und 10. Vollständiger Pass auf die Außen. Aber Tackle Inbounds. So, da wird die letzte Auszeit der Patriots genommen. Sie stehen an der 34-Yard-Linie. Ja, das dürften sie aber drin haben, das glaube ich. Das ist also mit dem 5 Yards ist es ein realistisches Field Goal, was sie da probieren. Trotzdem versuchen wir natürlich zu blocken, aber da kommen wir nicht hin. Das Field Goal war gut. Es steht 14:6. Noch 6 Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. Das heißt, wir sehen jetzt gleich nochmal wieder Deion Sanders in Aktion. Da kommt der Return. Spin Move. Das gibt's nicht. Der hat schon wieder eine Lücke. Boah, das wäre beinahe, hätte es da schon wieder geklingelt. Das war die erste Halbzeit. Wir nennen es jetzt mal Deion Sanders gegen die New England Patriots. Die Patriots wird Angst und Bange werden, denn sie müssen schon wieder einen Kickoff durchführen. Das heißt, wieder kommt Sanders auf das Feld. Wieder startet er mit einem Return. Und kommt bis an die 40-Yard-Linie. Also das ist brandgefährlich. Ich komme zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit meiner Offense aufs Feld. Unglaublich. So, wir versuchen natürlich, wir haben an und haben jetzt eine 8-Punkte-Führung. Ich versuche meinen Lauf zu etablieren über Eddie George. Das kann noch nicht als Tackle setzen, normalerweise. Jetzt erst wird der Spielzug abgepfiffen. Interessant. Zweiter Versuch und 7. An der eigenen 43-Yard-Linie. So, ich versuche einen Passversuch. Ich schaue mir Owens und Cooper auf den Außen an. Sharp über die Mitte. Los geht's. Hier auf meinen Tight End. Der hat den Ball, aber noch kein First Down. Dritter Versuch und 4. So, wir gehen in den Drive-Thru-Corner. Sein First Down wäre hier echt wichtig, auch um Zeit von der Uhr zu nehmen. Los geht's, Cooper geht in Motion. Hat den Ball, Amari Cooper. First Down Cowboys und wir sind über die Mittellinie. Neuer erster Versuch an der 44-Yard-Linie.
So, und die Uhr läuft weiter. Ganz, ganz wichtig, dass die Uhr hier weiter runter tickt. So, wir laufen wieder über Eddie George. Schlechtes Blocking, da kam der Mittellinebacker komplett durch. Zweiter Versuch und 10. So, was bekommen wir hier für Spielzüge? Dann nehmen wir einen Slant. Terrell Owens und Cooper meine Anspielstation, Sharp ist meine Sicherungsoption. Und los geht's. Ja, da werde ich gesackt, bevor ich werfen konnte. Dritter Versuch und 16 von der 49-Yard-Linie. Also da ist es auch jetzt gar keine Option, den vierten Versuch eventuell auszuspielen. Das heißt, First Down oder runter vom Feld. Sharp und Owens meine Anspielstation. Ich gehe auf... oh Gott, ganz schwacher Pass. Aber ich war auch unter Druck. Da war nicht wirklich, wirklich Kraft dahinter. Das heißt, wir müssen uns vom Angriffsrecht auch schon wieder verabschieden. Der Punt. Wird aufgenommen. Und zurückgetragen bis an die 19-Yard-Linie. Das war also ein kurzes Intermezzo meiner... Ich habe zumindest schon meine Offense gesehen. Ein First Down habe ich gemacht. Meine Güte. Erster Versuch und 10 jetzt für die Patriots. Also wir haben hier jetzt definitiv ein Defense-Spiel. Meine Offense ist hier nur eine Begleiterscheinung. Meine Defense muss es reißen. Unfassbares Play. Da sind drei Verteidiger und keiner ist in der Lage, auf den Quarterback zu gehen. Boah, die werden mich auseinandernehmen. Ich glaube nicht, dass ich das über die Zeit kriege. Nee, da habe ich Zweifel. Da habe ich große Zweifel. Erster Versuch und 10 an der 49-Yard-Linie. Schönes Tackle von Waltz hier. Der kann hier keine Gnade. Zweiter Versuch und 8. Und das dürfte der letzte Spielzug im dritten Quarter gewesen sein. So ist es. Wir gehen ins vierte Quarter über. Es steht 14 zu 6. Zweiter Versuch und 8 für die Patriots an der 47-Yard-Linie. Viel Zeit wieder für Deshaun Watson. Aber incomplete pass. Er wirft hier wirklich die langen Dinger nur noch raus. Dritter Versuch und 8. Und das wird natürlich jetzt ein ganz, ganz spannender Versuch. Cover 3 Defense bei mir. Dritter und 8 bei den Patriots. Deshaun Watson. Completion, aber... kein First Down, den vierten Versuch werden sie ausspielen. Den werden sie mit Sicherheit ausspielen. Ach ne, ich glaube nicht, dass sie den punten werden. Also ich gehe auch, versuche einen Fake zu verhindern, aber sie punten. Ich meine, ich kann es verstehen, nach der Offense-Leistung, die wir gezeigt haben, kann ich verstehen, dass sie sagen, oh, den Ball kriegen wir eh gleich wieder. Aber ich werde zumindest versuchen, Zeit von der Uhr zu nehmen. Erster Versuch und 10. An der eigenen 16-Yard-Linie, wir laufen durch die Mitte. Eddie George hat einen First Down und das war gut, weil jetzt kann ich die Zeit schon runterlaufen lassen bis zum Two-Minute-Warning. Jetzt in dem Spiel hier müssen wir wirklich einmal Clock-Management betreiben, das geht nicht anders. Weil die sind einfach zu gut, zu stark. Wir lassen die Uhr jetzt runterlaufen bis zum Two-Minute-Warning. Um die Patriots halt gleich dann zu zwingen. Ich werde gleich dreimal den Ball laufen. Egal, was ich für eine Defense angezeigt bekomme. Um den Patriots die Auszeiten aus der Tasche zu ziehen. Halfback Dive durch die Mitte. So, wie gesagt, wir laufen durch die Mitte. Erster Versuch und 10. Los geht's. Sehr schöner Versuch hier von Eddie George. Und da ist das erste Timeout der Patriots. So, wir haben 6 Yards Raumgewinn gemacht. Das ist natürlich jetzt bitter für die Patriots, weil das dürfen sie sich nicht erlauben, wenn sie hier noch einmal gut im Ballbesitz kommen möchten. So, wir laufen jetzt mal über die Außen. Das haben wir noch gar nicht probiert. Blitz kommt von der linken Seite, ist mir aber egal, weil wir laufen über die rechte Seite. Und ich krieg Blocks. Oh, ist das gut. Spin Move von Eddie George. Und das war wichtig. Neuer erster Versuch.
an der 43-Yard-Linie der Patriots. Zweites Timeout wurde eben von den Pats auch schon genommen. Das heißt, sie können jetzt nur noch einmal die Uhr anhalten. Ich laufe über die Außen. Weil ganz ehrlich, ich möchte das gerne jetzt schon haben, dass sie die Uhr wieder anhalten. Und das war ihre letzte Auszeit, die sie haben. Zweiter Versuch und 6. Sie können jetzt die Uhr nicht mehr anhalten. Und sie sind sehr verwundbar über die Außen. Das haben wir gerade, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen. Deswegen laufen wir weiter über die Außen. Wie gesagt, wenn man eine Schwäche im Football erkannt hat, bei einem Gegner macht es Sinn, dort immer und wieder zuzuschlagen. Ich laufe auch jetzt hier wieder über die linke Seite. Ich hoffe, das ist noch kein Fehler. Doch, ich bekomme die Blocks. Ich hatte es gehofft. Ah, dann bringen sie mich jetzt aus. Das haben sie natürlich gut gemacht. Damit bleibt die Uhr natürlich sofort stehen. Wir haben einen dritten Versuch und 8. Laufen über die Außen. Eddie George kommt bis an die 39-Yard-Linie. Wir haben einen vierten Versuch und 5. Das heißt, die Patriots kriegen den Ball nochmal wieder. Und mein Coach möchte diesen Versuch ausspielen. Boah, Freunde, ihr seid ja mal dreist hier. Dann gib mir aber auch bitte vernünftige Spielzüge. Ein Bench, ein Shark Halfback Wheel. Vierter Versuch und 5. Sharp und Owens sind meine Anspielstation. Los geht's. Shannon Sharp über die Mitte. Komplett frei. Hat den Ball. First Down Cowboys. Das war's. Das war's. Jetzt können wir die Uhr runterlaufen lassen. Also mit einer wirklich dürftigen Offense-Leistung. Aber als es drauf ankam, jetzt haben sie hier den Ball gehalten. Das war wichtig. Und zwei Touchdowns durch Deion Sanders werden wir dieses Spiel wohl nach Hause schaukeln können. Eddie George läuft noch einmal durch die Mitte. Wir sind an der 20-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 3. So, es laufen die letzten Sekunden. Eddie George verliert bei diesem Versuch Yards. Dritter Versuch und 5. Es laufen die letzten Sekunden. Lauf durch die Mitte, Eddie George. So, wir nehmen noch ein Timeout. Und ich schieße noch ein Field Goal. Einfach, weil wir diese Punkte brauchen in der Wochenabrechnung. Letzte Woche fehlten mir, lacht nicht, sage und schreibe, 500 Punkte. Und da habe ich mir geschworen, wenn man die Gelegenheit hat, hier noch Punkte mitzunehmen, und sei es nur durch ein Field Goal, nehme ich die mit. So kriegen meine Offense auch noch 3 Punkte. Wir haben gewonnen, 17 zu 6. Bis zum nächsten Mal. Ciao.